Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Oder nee, das ist sogar die erste Folge Quick SG, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Naja, ich sage jetzt einfach mal zu der ersten Folge Quick SG mit dem Cock the Best. Ja. Nach der Adventszeit, Weihnachtskalender, Kacke. Wow. Und ja. Chris hat sich ganz gediegen Premium gegönnt. Hab ich nicht. Ich komme gerade so auf den Gommes-Server, sehe so, ist es jetzt normal, dass der Name Roche ist, oder? Ja, komm! Bist du down? Ja, ich pack in der Wand. Ja, dann geh neu runter. Ja, dann sehe ich ja so, frage ich Janis mal, ist es das normal, dass jetzt der eigene Name Roche ist? Jetzt habe ich Premium und ich weiß nicht wieso. Ja, gut. Gibt es eine neue Runde? Ja. Okay. Ja, wir sehen uns gleich in der Runde. Hallo. Oh, fuck. So. Also, Leute. Nehmt es mir nicht so übel, dass ich jetzt so ranzig bin wie Jan. Ja. Ich habe jetzt genau die, oder? Habe ich dieselbe Maus wie du? Die gleiche, sagen wir so. Alter, du immer mit deinem selben ist nicht dasselbe wie gleiche. Bist du bescheuert? Ja, du. Du hast gesagt, dasselbe ist nicht dasselbe wie das gleiche. Ah, oh, Dick, das bist du. Ja, das bin ich. Hast du ein Schwert für mich? Ich habe ein Holzschwert. Ja. Billiges. Den hole ich mir. Der sieht aus, als ob er Schläge braucht. Yo, wie so ein Nomsi. Ja, Nomsi sieht echt so aus, aber Schläger braucht, aber nicht nur so ein bisschen. Sein Gesicht lädt dazu ein. Wie dieses Kind, das im Würstchen ist. Ja, Alter, die braucht richtig Schläge. Also, ich erkläre es jetzt mal. Jan, ich, Nomsi. Nein, Nomsi, Jan, ich meine ich natürlich, ne? Ja. Gehen zusammen, Mediamarkt, saßen im Bus. Auf dem Weg zum Mediamarkt. Alter, so ein Spaß. Denk mal vor. Und, ja, wir saßen bei so einer Viererbank und sehen, Jan sieht dann so ganz hinten im Bus so ein kleines, fettes Kind sitzen. Die so eine lecker. Wurst ist, ne? Und das war schon lecker genug. Und dabei noch so ein angelutschten Lolli in der Hand, ne? Und die hat die nicht nur gegessen. Der hat von der Wurst schon von so einer fetten Bockwurst oder so, keine Ahnung. Hat erstmal so schön den Rand abgeknabbert und dann hält die so ins Licht. Als ob die da so irgendwie noch so stellen, so, das war richtig geil. War schon recht abartig. Alter, Chris, ich pack die ganze Zeit zurück und werd totgeteamt, Alter. Ich bin doch da. Ja, was rennt die mir nur hinterher? Nur weil ich das scheiß Iron Sword hab. Ich glaube, ich drop's den gleich mal. Ich werd die ganze Zeit zurückgepackt. Ich sehe das gar nicht, wie du zurückgebackt wirst, dann muss ich ganz ehrlich sein. Ich bin gleich tot, ich habe noch ein Herz. Muss ich ganz ehrlich sein. Ah, oh, er fokussiert dich. Dankeschön, sehr nett. Was ja, habe ich extra gemacht. Ja, so. Nee, ist echt so, Mann. Ja. Halt die frisiert. Oh, ich habe sogar einen Helm. Ach, kein Eden drin. Fuck. Eden, Alter. Schau mal auf Paper, Mann. Okay, ich muss ihn jetzt den Turn des Jahrhunderts geben. Und er rennt weg. Und es ist ein Stück Scheiße. Boom! Okay. Ich hab keinen Bock mehr. Was? Ich hab ihm den Turn des Jahrhunderts gegeben mit meinen drei Herzen. Dann geh wieder verboten gleich, wenn ich tot bin. Ich gewinne die Runde sowieso. Mit meinem OP-Stuff. Eigentlich habe ich richtig so Scheiß-Equip, aber gut. Das ist voll Iron, Mann. Na und? Nein, ich hab. Chris nicht. Von der Seite? Es ist wie Full Iron, aber es ist nicht Full Iron. Es ist gleich, aber nicht dasselbe. So, Jan, jetzt erklären wir mal den schönen Unterschied von dasselbe und das gleiche. Also, wenn es dasselbe ist, ist es genau so wie das andere. Und wenn es das gleiche ist, dann ist es nur das gleiche. Das heißt, gibt es dasselbe eigentlich gar nicht. Natürlich gibt es das. Doch, gibt es nicht. Also, ja. Chris, ich erklär's dir nochmal.
Wenn Warum du sollte es dann das Wort dasselbe geben? Wenn du zweimal die gleiche Unterhose kaufst, ist sie trotzdem nicht dieselbe. Warum? Weil vielleicht hast du in die eine reingepisst oder so. Und da sind Sperma-Tropfen drin oder so. Keine Ahnung. Ja, aber wenn ich sie gerade erst gekauft habe. Ja, ja, da kann trotzdem Staubkorn drin sein. Und es ist nicht ja. 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 Ist aber so. Ja, genau das haben die Erfinder sich gedacht. Ein Wort, das eigentlich niemals genutzt werden könnte. Ah, genau. Aber wenn ich einen Block in Minecraft plante und denselben Block daneben plante, dann ist es ja derselbe, weil da kein Staubkorn drauf sein kann. Doch, das kann es. Habe ich dich outplayed. Oh. Nee, das stimmt. Das könnte sogar sein. Ich hatte dich aber hart gebissen. Aber wenn du es selbst siehst, dann könnte auf dem Bildschirm Staubkorn sein. Ja, nee. Dabei, ja, die Unterschiede. Aber es ist quasi dasselbe, ja? Ja, quasi schon. Ja, quasi und praktisch und theoretisch und praktisch. Naja, es ist praktisch nicht, aber quasi schon. Wow. Oh Mann, jetzt habe ich 4 Herzen im Deathmatch, ey. Deathmatch. 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 Warte. Deathmatch. So schreibt man das. Ja. Neuerdings, ja. Deathmatch. Ungefähr. Nur mit einem S. Nein. Oh, es sieht ja schwul aus. Deathmatch. Ey, Deathmatch. Jo. Wo sind denn die? Ach, da lebt da noch einer, ey. Wie gut ich eigentlich bin, ey. Wo ist der? Jo, der hat einen Iron Sword und Bow spammt mich. Chris, jetzt will ich aber die Skills sehen. Ja, der zählt mich sogar besser. Ach, jo, ich bin ja falsch und verreckt, Mann. Okay, Leute. Gleich in der nächsten Runde. Der Skill ist real. Ach, es ist ja heute der 31. Was machst du heute eigentlich? Hä, hey, bist du bescheuert? Ich sitze gerade vor dem PC. Nein, was du heute machst. Ach so. Weiß nicht. Heute Nacht, Alter. Es ist gerade Nacht. Aber ich meine heute Nacht, also vom 31. Nacht, nicht 30. Auch. Wir befinden uns aber auch in der Nacht vom 31. nur gesehen. Ja, gut. Ist ungefähr das gleiche, aber nicht dasselbe. Ach, du bist so ein Wichser. Kann man eigentlich nur so Spaß sein wie du? Du verrickst eh gleich wieder. Ja. Würde ich niemals tun. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du dasselbe wie Hitler bist? Ja, der war auch eine geile Sau. Ja, genau. Ja, nur Nazi. Nee, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber ich finde es ein bisschen arm, dass die ganzen Politiker und so labern. Ja, die Ausländer treiben unsere Wirtschaft an. Das ist doch alles voll der Mist, Alter. Warum? Ist Alter, ja so. Brauchen wir 3000 Dönerbuden, Mann. Ja, hallo, ist doch voll geil. Du gehst ja jeden Tag zu einer Dönerbude, Alter. Nein, es reicht schon ein paar gute, aber die sind alle einfach scheiße. Können die nicht mal ein paar leckere machen, aber dafür nicht so viele? Wird sich auch lohnen, nachher sehr nein für dich. Oh, bist du bescheuert, Alter? Hä? Diese Reaction, Mann. Ja, die war krass. Also, ja, darüber müssen wir jetzt diskutieren, Jan. Da du ja selber Ausländer bist. Ja, das stimmt sogar. Ja. Nein, Spaß. Brauchst du dich eigentlich nicht zu beschweren? Alter. Beschwerst dich ja hier über Ausländer. Über Dönerbuden, wo du selber den ganzen Tag bist, Alter. Bist du wild, Alter? Ja, so schau ihn doch mal an. Jo. Chris, ich glaube, du hast vergessen, wie ich aussehe. Ich mach gleich nochmal Kälte. Scheiße, ich hab keinen Bogen. Yo. Ich auch nicht. Alter, der Typ soll mal aufhören. Also, ich würde ja sagen, Ausländer treiben schon die Wirtschaft an. Weil ihr deutschen Würstchen. Du Spaß! Ja, ich wusste, dass das damals ist. Sonst hätte ich wäre gerade fast Karawane gelaufen, Mann. Ja, komm, Jan, hier. Also, und, nicht, es ist so halt Teil, ne? Oh! Also, spring! Fuck! Spring! Ich spring mit! Oh Gott! Ein Herz! Echt jetzt? Jo!
Ich hab 4. Fick dich. Ich hab 4. Alter. Also die Ausländer treiben mit den Deutschen die Wirtschaft. Ja, wenn du mal siehst, ne, es ist ja quasi in Deutschland weniger deutsche Bevölkerung als Ausländer. So kommt mir das vor. Ja, kommt mir auch so vor, aber okay, so stimmt es noch nicht. Nee, aber jetzt mal ohne Witz. Ohne Spaß. Die labern dann noch was, die Politik ist auch Bullshit, ne? Also ich bin verrückt. Die labern was von Arbeitskräftemangel, obwohl sich manchmal 7 Leute auf eine Stelle bewerben. Sind die behindert? Hä, wie, nochmal, muss mir erklären. 7 Leute auf eine Stelle bewerben, wie? Ja, die labern doch von Fachkräftemangel. Ja. Da bewerben sich manchmal 7 Leute auf eine Stelle. Ja. Das kommt doch nicht ganz hin, oder? Mangel, Chris, das heißt, es gibt zu wenig. Ach so, ja. Ja, die Scheißarbeit, da ist halt Arbeitsmangel und die geile Arbeit, da wollen halt viele hin, ne? Welche geile Arbeit, Alter? Dönerbuden? Ja, zum Beispiel? Braucht man sich nicht bewerben, muss man nur Asylant sein. Ich bin tot! Oh mein Gott! LOL! Zieh mal weg, ich glaub einfallen, du bist down. LOL! Alter. Ich komm grad gar nicht drauf. Dass du überhaupt überlebt hast, darauf komm ich nicht klar. Vor allem ist ja nicht so, dass du davor ein bisschen geschlagen wurdest. Nee, ist ja nicht so. Oh mein Gott, da kommt ja einer! Kommt mal da runter! Alter, was einfach mal Abgang, Alter. Oh mein der Gott. Der kommt auch mal heute runterkommen. Bitte. Das wär so geil, ne? Nein! Komm! Nein! Oh. Scheiße! Okay, das wäre jetzt zu geil. Okay, eine Runde machen wir noch. Ja. Die Ausländer haben einfach mehr drauf. Du brauchst weniger Arbeitskräfte. Für weniger Geld. Hey, du brauchst mehr, Alter. Die sind zu dritt, um Fernseher auseinanderzunehmen. Türken, Alter. Oh. Ja, aber wenn du mal diese Leute in diesen armen Ländern anschaust, die da ja aus... Ja, aber nix. Das habe ich mal im Fernsehen bei, wie heißt die Sendung, wo die halt so Arbeitskräfte aus Deutschland von Arbeitskräften aus irgendeinem anderen Land austauschen, ne? Ja. So ein armen Land, oh mein Gott, ich bin tot, ich bin sowas von tot. Wo so ein armen Land halt, ne? Ja. Also... Autos... keine Autos mehr herstellen kann, weil sie zu wenig Geld haben, dann müssen die ja so viel Skill haben, um jedes Auto nochmal reparieren zu können, ne? Verstehst schon, oder? Kannst du mir folgen? Ja. Oh, und dann, und die Deutschen, die wenn es kaputt ist, einfach ein neues her, ne? Verstehst du? Und die müssen da ja aus jedem Scheiß ein neues Auto zusammenbasteln. Ja, das ist schon skillig. Das ist schon... Ja, aber so sind ja die Ausländer hier nicht. Fuck! Hier werden die genauso konsumgeil wie die Deutschen. Ja gut. Alter, ich... Warum verfolgt mich gerade eigentlich jeder? Ich bin down. Ah! Wo bist du denn? Fuck off. Boah, ey. Ja, du hast doch bestimmt Lust, so ein geiles Thumbnail für das Video zu machen, wo so Ausländer drauf sind. Oh, Ausländer so im Arm mit Deutschen. Wenn nicht das Video so, Ausländer treiben die Wirtschaft an. Ich hab ja echt nichts gegen Ausländer. Das weißt du ja. Mein Bekanntenkreis besteht ja nur aus Ausländern. Aber ich finde das alles Mist, was die da labern. Also, ja, gut, das ist... Da könnte man ja auch mal ein bisschen was Wahres dranhängen. Aber nein. Ja gut. Aber nein. Tzatziki macht das Land vielfältiger. Tzatziki, was laberst du für ein Scheiß? Das sind die Griechen, Mann. Tzatziki kommt aus Griechenland? Ja. Heißt das Griechenland, ja, oder? Griechenland? Ja. Griechenland, keine Ahnung. Ja, gut, aber die deutschen Frauen bekommen da ja auch was Geiles ab, wenn die ganzen Schwarzen reinkommen. Hallo, die kommen da die schönen größten Schwänze ab. Ihr Männer habt da zwar nichts von, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, ich schaue mir nicht gerne Pornos an, wo schwarze Frauen drin kommen. Ich weiß auch nicht. Das soll jetzt nicht rassistisch sein, aber es ist aber so.
Soll die Rassistisch sein? Was ist denn Rassistisch? Ja, machst du das gerne? Nee, ne? Also. Schau mir den Pornos. Nee. Du gehst immer auf togo.de, ne? Oder ja. Wie seit der immer heißt. Ey, was für ein Ding? Togo. Ach so, Spaß dir, ist doch super, DL und Togo zusammen, ja, oder ja. Nicht? Irgendwie, ja, genau. Ja, ja. Ich bin gerade irgendwie voll hart am Rasieren. Ja, am Rasieren, du schmeißt Sachen weg. Ich bin gerade voll hart am Rasieren. Alter, ich habe in der Runde irgendwie 6 Leute gekillt. Ja, ich habe auch 0 gekillt. Auch 0? Jetzt nicht wie was Besseres, ey. Also, ja, da kämpfen gerade. Oh, ne, ist ein Dreierteam. Was? Ja. Echt jetzt? Ja. Alter. Zumindest standen die gerade drei so nebeneinander. Und der ja, wird so ein Dreierteam sein. Und der andere ist dann ein bisschen weggegangen, aber... Oh ne, ist ein Zweierteam, glaube ich. Doch. Ich kann der random Team. Wer ist wer? Ich weiß es nicht, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Da bist doch inkompetent. Ich glaube mal, diese komischen Typen, die in der Sandwich sind, ein Team. Also einer ist schon mal in die Lava gefallen. Und der war vom Team. Ja, doch, das... Niki und Rosmarin sind Themen. Der Rosmarin. Wie sie alle fallen. Von hinten, Jan, von hinten, Jan. Ja, warte kurz. Ja, und er ist jetzt da. Rosmarin ist der dumm, was rennt er in sein Stuff rein? Braucht er den oder so? Ja. Hat der es nötig? Das. Ja, oh lol, der hat ja auch einen Iron Sword. Ey, das ist der in Lava gefallen ist, der dürfte Lowlife haben. Ja. Der hat noch im Gewinn. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, was ist auch für diese Folge? Schreibt mal in die Kommentaries, wie ging das? Was ihr von dieser Ausländerwirtschaft. Ja, und nochmal, nicht denken, ich bin kein Rassist. Das kannst du bezeugen. Ja, ist echt nicht. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und so. Und ja. Gibt's noch was zu sagen? Nee, es kommt heute oder morgen, naja, beziehungsweise am 31. noch ein Video raus, zusätzlich mit dem hier. Und, ja, freut euch schon mal drauf. Die dumme Spasten freut wieder zu hören. Freut euch drauf. Die dumme Spasten wieder mal zu hören. Ich hoffe, Jan ist mal nicht dabei. Wir werden sehen. Ja, da wären die dummen Spasten nicht dabei. Ich meine, dann wären nur dumme Spasten dabei. Wenn ich ja, nicht dabei wäre. Okay. Jan, hast du noch was zu sagen? Nein. Siggi? Ah, okay. Doch. Ausländer kurbeln die Wirtschaft an. Oder? Genau, meine Kameraden, sie heil. Nein, Spaß, Joke. Und ja, dann würde ich sagen. Rassist. Ja, schau mal, jetzt passt auf rein. Das war ja nur ein Joke. Ja, ein Joke. Mit solcher Juden nicht geben, da wird sowas nicht passieren. Und dann ja. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss.